Hallo allerseits, willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2018. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit meinem Update, es ist jetzt schon Anfang November, aber ich kam jetzt leider nicht eher dazu, dieses Update zu filmen, weil ich entweder auf Ausstellungen war oder arbeiten musste am Wochenende und das hat alles ein bisschen durcheinander geworfen. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm, dass das Update jetzt ein bisschen mit Verzögerung kommt. Wie immer schauen wir uns an, was es so aktuelle Termine für Modellbauausstellungen gibt, was sich so auf der Werkbank tut, was ich an neuen Bausätzen mir zugelegt habe und womit ihr so in der Zukunft rechnen könnt. Wie ihr sicher wisst, findet demnächst der 100-jährige Gedenktag zum Kriegsende 1918 statt und im Zuge dessen findet in Frankreich, im Elsass, in der Ortschaft Molsheim eine Ausstellung statt, um das Ganze eben auch modellbauerisch zu würdigen. Und an dieser Ausstellung werde ich mit ein paar Vereinskollegen auch teilnehmen. Das findet statt am 10. und 11. November, logischerweise. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das gestaltet. Ich weiß nicht genau, was ich da zu erwarten habe, wie groß das ist oder wie da das Level ist oder wie auch immer. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, mal ja auch im Ausland mal meine Werke zu präsentieren. Ich meine, ich war auch schon in Österreich ziemlich oft mit meinen Modellen, aber das ist ja jetzt nicht wirklich Ausland, wenn man ehrlich ist. Frankreich ist da vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ich freue mich auch aufs gute Essen natürlich. Da gehe ich mal fest davon aus, dass da auch natürlich ja, landestypische Küche geboten wird. Und ich bin ja kein Kostverächter, deswegen ja, freue ich mich da auch schon besonders drauf. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich da meinen Ausstellungstisch dekorieren will. Ich habe einige Figuren zum Thema und auch ein paar Dioramen, ein paar Fahrzeuge. Dazwischen möchte ich dann aber auch noch ein paar ja, Relikte setzen, die ich von meinem Urgroßvater noch habe, der im Ersten Weltkrieg eben dabei war, zum Beispiel sein Helm und ein paar Fotos und so weiter. Und ja, das ist mal ein bisschen was anderes normalerweise, wenn ich auf eine Ausstellung gehe. Dann stelle ich da nur meine Dioramen hin und das ist es. Aber hier möchte ich eben ein bisschen einen Schritt weiter gehen und da eben noch ein paar Relikte aus der Zeit eben einbinden, was sicherlich nicht ganz uninteressant ist. Ja, vom Zweiten Weltkrieg ist immer ein bisschen mehr über, glaube ich. Sieht man auch viel auf Ausstellungen. Aber beim Ersten Weltkrieg, da ist einfach schon so viel Zeit dazwischen. Da ist nicht mehr so viel da und ich bin aber jetzt eben in der glücklichen Lage, dass ich da noch relativ viel habe und mir ist es eben auch ein besonderes Anliegen, das eben da mitzubringen und auch eben den Besuchern dort zugänglich zu machen, weil ich finde, es ist schon eine enorme Errungenschaft, dass man jetzt 100 Jahre später einfach sich ins Auto setzen kann, nach Frankreich fahren kann und da eben eine Ausstellung ja, mitgestalten kann, zusammen mit den Franzosen dort. Das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft unserer Zeit hier in Europa, dass das eben möglich ist, ohne dass man um sein Leben fürchten muss. Im vorherigen Update habe ich ja zwei Ausstellungen angekündigt für den Zeitraum, und zwar die Ausstellung in Erding und dann die große Messe in Ried. Für Erding hatte ich leider keine Zeit, da mich rumzutreiben. Das hatte ich aber auch schon angedeutet, dass das eventuell nicht klappt und so war es dann auch. Das wäre mir dann einfach zu viel gewesen und zu viel Gefahr und überhaupt mache ich mal wieder ein anderen Mal. Jedenfalls dieses Mal bin ich nicht dazu gekommen, aber ja, ich hoffe, allen anderen, die dort waren, denen hat es gut gefallen. Ich habe jetzt sonst nicht viel drüber gehört. Deswegen nehme ich mal an, dass es gut war, wenn keine groben Beschwerden kommen. Die große Messe in Ried war jetzt erst letztens, war wieder wunderbar, so wie immer. Also da gibt es nie was zu meckern. Das ist ein super Ambiente. Die Organisation ist super gut gemacht. Alles ganz leger und direkt. Ohne irgendwie viel Bürokratie und Rumgetue. Das finde ich immer sehr schön dort, dass das einfach ganz geschmeidig abläuft. Und ja, ich habe wieder ein paar alte Freunde getroffen dort. So wie jedes Jahr, was mich immer sehr freut, mit denen ein bisschen zu plaudern und denen auch meine ja, neuesten Dioramen zu zeigen, die eben in einem Jahr entstanden sind. Habe aber auch ein paar neue Freunde dort gefunden. Das ist immer das Schöne eigentlich an diesen Messen und Ausstellungen, dass man da einfach gute Kontakte aufbauen kann und pflegen kann.
Und das ist mir immer sehr wichtig. Deswegen gehe ich ja auch auf diese Ausstellungen, weil ich ja den Kontakt auch suche. Und das ist einfach immer ganz gut und super, dass man da sich immer wieder über den Weg läuft. Natürlich konnte man dort auch ein bisschen einkaufen. Das gehört sich ja auch so für eine gescheite Messe, zu gescheiten Messepreisen. Zum Beispiel habe ich hier einen Flohmarktfund, sozusagen hier ein bisschen Dioramen, Zubehör von Mirage in 1 zu 35. Ich glaube, dieses Set habe ich schon drei oder viermal gekauft und verbaut. Ist einfach immer wieder gut. Da dieses Wägelchen, Zäune, Schilder, Strommast, kann man alles brauchen. Das ist nie verkehrt. Und für 5 Euro in dem Fall auch eine gute Investition. Dann habe ich auch noch den Mini-Natur-Stand geplündert. Der hat da immer entstanden. Ja, auch zu vernünftigen Preisen. Hier so ein paar Büsche zum Beispiel. Dann habe ich hier noch so ein Bäumchen. Das ist mehr so für 1 zu 72 gedacht. Würde aber für 1 zu 35 wohl auch gehen. Und dann auch noch hier ein Bäumchen für 1 zu 35. Ja, irgendwann werde ich es auch noch mal nur schaffen, mir so Bäume selber herstellen zu können. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie. Aber den Dreh habe ich noch nicht so ganz raus und vorläufig, ja, werde ich dann eben solche Bäumchen benutzen, für die man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Außerdem habe ich hier noch drei Bausätze gekauft. Ich wollte eigentlich keine Bausätze kaufen, aber wie es immer so ist, die Gelegenheit war günstig. Das ist alles 1 zu 72 und das hat eben den Grund, ich habe früher in diesem Jahr schon von Flyhawk in 1 zu 72 den Panzer II Lux gebaut und es hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich immer dachte, na, warum mal nicht wieder ein bisschen mehr 1 zu 72? Ja, und da ist mir jetzt zum Beispiel von Unimodels der Panzer 3H in die Hände gefallen. Der Bausatz sieht nicht wirklich schlecht aus, da lässt sich, glaube ich, schon was mitmachen. Dann ebenfalls von Unimodels der Panzer 38T Ausführung C. Ist auch ganz nett. Und von IBG Models hier dieser japanische Panzer, wie heißt denn der eigentlich? Ku. Ein Ku-Panzer, sehr interessant. Das ist auch schon mehr so in die Richtung Flyhawk, würde ich mal sagen. Von der Detaillierung hier diese Unimodels-Dinger. Die sollten auch ganz gut zu bauen sein, aber detaillierungsmäßig ist der hier schon deutlich besser. Ist ja auch der neuere Bausatz. Und es hat den Hintergrund, dass ich mir hier den hier gekauft habe, weil mir mal auf einer anderen Messe vor ein paar Jahren mal in 1 zu 72 japanische Panzeroffiziere geschenkt wurden. Super Qualität, ich glaube von Germania Models oder wie auch immer die Firma heißt. Wirklich eine ganz tolle Detaillierung. Und da gibt es ein Foto, wo eben genau diese Szene, was die Figuren eben darstellen sollen, abgebildet ist. Und da steht so ein Panzer eben im Hintergrund. Und das möchte ich dann eben mal bauen, dass ich diese Figuren eben auch mal verwenden kann. Also ihr seht, ich war jetzt nicht, ja, soll man sagen, ich habe nicht zu viel Geld ausgegeben. Ein paar Kleinigkeiten habe ich mir mitgenommen. Und es sollte dann auch reichen. Wo wir jetzt schon gerade von vergangenen Messen reden, eine Sache, die mich sehr gefreut hat, war ein kleiner Bericht über die Augsburger Modellbautage 2017 im Modellfan. Und da war praktisch ganz groß auch eins von meinen Dioramen abgebildet. Das ist immer ja doch ein großes Lob, wenn dann ja die eigenen Modelle und Dioramen dann auch mal in der Zeitung erscheinen. Einfach so. Also das finde ich ist eine sehr schöne Sache und es hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass meine Werke da eben gut genug befunden werden, dass sie eben auch mal in eine Zeitschrift kommen. So, schauen wir uns jetzt an, was sich auf der Werkbank tut. Hier seht ihr das Panzer II Diorama, an dem ich schon eine Weile arbeite. Im letzten Update war ich mir nicht ganz sicher, wie viele Figuren ich dafür verwenden sollte. Wie ihr sehen könnt, das hat sich mittlerweile geklärt. Ich habe da ein paar sehr schöne marschierende Figuren von ICM und von Dragon in meinem Fundus gehabt und die habe ich hier gleich mal ja, verwendet mit ein paar kleinen Änderungen. Das sieht man vor allem an dem der unterschiedlich farbigen Plastik. Außerdem habe ich dann noch den Baum eingeklebt schon mal. Wie ein sehr schöner Baum. Den habe ich in Stammheim auf der Messe
gekauft. Und dann habe ich hier vorne schon mal das Grab für die Panzerbesatzung, also grob vorgeformt, wie so einen kleinen Erdhügel. Als nächstes werde ich dann noch aus Papier die Trageriemen für die Waffen hier bei den Figuren ergänzen. Die fehlen natürlich noch. Das geht ziemlich gut mit Papier und Sekundenkleber. Und da muss ich auch noch den Panzer ein bisschen besser an den Untergrund anpassen. Beziehungsweise der Untergrund muss ich an den Panzer anpassen in dem Fall. Weil ich habe da die Federung ein bisschen ausgelenkt. Allerdings hat sich jetzt die Position von dem Modell nochmal geändert, deswegen stimmt es nicht mehr ganz. Also da muss ich noch ein bisschen anpassen. Aber das sollte jetzt nicht so kompliziert sein. Dann kann es eigentlich auch schon relativ bald ans Bemalen gehen. Und da wollte ich vielleicht noch ein Tutorial machen, ein kurzes, wie man jetzt so eine Pflasterstraße relativ einfach und effektiv bemalen kann, dass es realistisch aussieht. Dachte ich mir, vielleicht ist das interessant. Das wurde, glaube ich, schon mal gefragt oder gewünscht. Und jetzt hätte ich mal die Gelegenheit dazu, das vorzuführen. Auch die Phantom 2 von Revell 1-32 hat Fortschritte gemacht, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ich habe hier hinten diese metallenen Flächen mal lackiert und hier innen diese Klappen rot lackiert. Das muss ich jetzt dann irgendwie abkleben und dann kann ich weiter lackieren. Ich weiß es auch nicht genau, ob ich die Fahrwerksschächte auch schon lackiere und irgendwie abklebe oder ob ich das später mache. Das ist immer so die Schwierigkeit bei so Flugzeugmodellen. Da bin ich nicht so routiniert, dass mir da die Reihenfolge so absolut klar ist. Wie im letzten Update schon erwähnt, ich habe jetzt nicht zu große Erwartungen. Ich will eigentlich bloß diese Hataka-Farben ausprobieren für diese besondere Tarnung. Der Bausatz als solcher ist halt einfach der Schwachpunkt. Der ist nicht wirklich überragend, aber ich hoffe, dass ich mit meinen Lackierkünsten, sofern vorhanden, da so ein bisschen was rauskitzeln kann, dass das auf jeden Fall irgendwie vorzeigbar ist. Warnung für sich, durch die Größe hat es natürlich schon eine tolle Präsenz und ich wollte auch ein kleines Diorama machen, also jetzt nichts Besonderes in einem Flugfeld. Ich habe da auch eine Pilotenfigur dafür. Eigentlich bräuchte ich ja zwei Piloten, aber ich habe jetzt gegenwärtig nur eine und vielleicht noch diesen VW-Bus daneben stellen von Tacom in 1:35. Das sollte dann schon irgendwie passen. Das wäre so meine Idee, wie ich das irgendwann mal in Szene setze. Aber jetzt möchte ich erst mal schauen, ob das Ding überhaupt vorzeigbar wird, ob ich das überhaupt hinbekomme, aus diesem Wrack noch irgendwie was zu zaubern. Dann habe ich neulich auch schon meine erste Figur für mein Bauprojekt zum 30-jährigen Krieg angefangen. Und zwar ist es hier von Black Dog, der Kardinal Richelieu im 75 mm Maßstab. Die Figur ist eigentlich ganz nett. Man muss ein bisschen viel spachteln hier und da. Das ist aber zu erwarten bei so einer Riesenfigur. Und auch das Waffengehänge war irgendwie gar nicht dabei. Also dem sein Rapier hätte dann irgendwie schweben müssen. Deswegen habe ich da mit ein bisschen Papierstreifen und Sekundenkleber dann das selber rudimentär aufgebaut. Das Interessante hier ist eigentlich die Base. Die Base, die im Bausatz beinhaltet, ist es eigentlich auch nicht schlecht, wie man sehen kann. Allerdings ist eindeutig klar, dass die Figur von dem berühmten Gemälde inspiriert ist, die Belagerung von La Rochelle zeigt. Und da kann man ganz klar sehen, dass diese Hafenmauer oder was auch immer das sein soll, auf jeden Fall anders aussieht. Und da dachte ich mir, dass ich mir die dann lieber selber baue, dass das zumindest näher an dieses Gemälde kommt. Eigentlich ist das gar keine Hafenmauer, das ist mehr so ein Damm, um praktisch diese Stadt auch von Seeseite her einzuschließen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie der Damm eigentlich wirklich ausgeschaut hat, weil dieses Gemälde ist auch viel später entstanden erst. Aber ist ja auch egal, ich wollte einfach dieses Gemälde ein bisschen reproduzieren. Und dafür habe ich dann aus Modelliermasse mir so Steinblöcke geformt, und aus Holz dann
praktisch diese Dammkonstruktion, die alles zusammenhält. Und die Schwierigkeit ist jetzt natürlich hier das Wasser darzustellen hier vorne. Da habe ich jetzt schon mal ein Taschentuch mit Holzleim gedrängt und da mal so grob ja, das Wasser vorgeformt. Da muss natürlich noch viel mehr Arbeit reinfließen, um das richtig zu modellieren. Das wird man dann aber sehen, wie ich das mache. Da bin ich selber nicht so geübt. Oh, noch ein interessantes Detail. Hier diese Kanonenkugel, die hier so eingeschlagen ist. Das sieht man auf dem Gemälde auch. Ich glaube nicht, dass eine Kanonenkugel auf einer Steinoberfläche irgendwie genauso plumps landen würde. Die wird halt auch irgendwie abprallen und irgendwo anders zum Liegen kommen. Aber man sieht es halt in dem Gemälde so, deswegen habe ich das hier auch mal einfach eingebaut. Ja, ist auf jeden Fall interessant, mal sowas Scratch zu bauen. Mache ich eher selten normalerweise, aber in dem Fall war es jetzt nicht zu kompliziert. Und ich denke, das sieht doch wesentlich besser aus, wie ja, hier diese beinhaltete Base. Mit meinem Baubericht zum Hobbyboss Schneider CA 1 zu 35 bin ich auch sehr gut vorankommen. Da habe ich ja jetzt neulich erst den dritten Teil des Bauberichts veröffentlicht, wo wir den Panzer lackieren und altern. Mir war das besonders wichtig, dass vor allem jetzt der Panzer endlich mal fertig wird, weil den möchte ich eben auf die Ausstellung nach Frankreich mitnehmen. Passt auch gut zum Thema. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das Diorama jetzt auch schon dafür fertig wäre, aber man kann nicht alles haben. Jedenfalls wird jetzt der nächste Schritt sein, das Diorama zu bauen und natürlich wird es auch wieder gefilmt als vierter Teil vom Baubericht und das sollte das Ganze dann auch abschließen. Ich habe jetzt auf jeden Fall für mich festgestellt, dass die gegenwärtige Art und Weise, wie ich Bauberichte ja, selber produziere, ein bisschen umständlich ist für mich und ich werde es in Zukunft ein bisschen anders machen, dass das mir persönlich ein bisschen mehr Spaß macht und vor allem den Arbeitsfluss nicht so unterbricht, was dann hoffentlich auch zur Folge haben wird, dass die Bauberichte ein bisschen schneller kommen und vielleicht auch ein bisschen öfter. Aber das ist nur Zukunftsmusik, da muss ich erst noch ein paar Anschaffungen machen, ja, zum Beispiel Mikrofon und so weiter, dass ich das dann eben so umsetzen kann, wie ich das mir jetzt gerade so ausmale. So viel von der Werkbank, jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen seit dem letzten Update zugelegt habe. Wie ihr sehen konntet, sind meine Neuzugänge ziemlich bunt gemischt. Da ist also ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Zum Beispiel die ganzen ja, Resin- und Weißmetallfiguren im 75mm Maßstab von den ganzen Söldnern aus dem 30-jährigen Krieg. Da habe ich eine relativ große Szene im Kopf, die ich mal bauen will irgendwann. Da kaufe ich auch schon seit ein paar Jahren immer wieder Figuren dafür und jetzt eben in letzter Zeit etwas vermehrter, da ich ja eben dieses Bauprojekt am Laufen habe. So ganz komplett ist das Ganze aber noch nicht. So ein, zwei Figuren schweben mir dafür noch vor. Und dann möchte ich da irgendwann so eine relativ große Szene bauen mit so einer ja, Schlachtformation eben.
Zum anderen gibt es dann auch noch ein paar Zubehörteile und Riesenfiguren, die ich so für diverse Dioramen eben so im Hinterkopf habe. Und natürlich auch noch ein paar Modelle zum Ersten Weltkrieg, weil das eben zurzeit einfach aktuell ist. Und ich möchte es eigentlich auch fortführen, nachdem es jetzt endlich mal vernünftige Bausätze zum Thema gibt. Ja, kann man das nur weiter unterstützen und es ist und bleibt ja ein interessantes Thema nach wie vor. Ich habe mir auf jeden Fall für die nächste Zeit das Ziel gesetzt, meine Werkbank ein bisschen zu leeren von Projekten. Also ich möchte jetzt die Sachen, die ich ja gegenwärtig so in der Mache habe, so peu à peu auch ja, fertigstellen, relativ zeitnah. Und dann möchte ich aber wieder auch voll durchstarten mit irgendwas Neuem. Da gibt es so diverse Bodybuilds, die Panzer 3 in Afrika zum Beispiel involvieren, was schon länger in Planung ist mit einem anderen YouTuber. Und ja, das sind so Sachen, die stehen dann demnächst mal an, wo ihr euch dann drauf freuen könnt. Also die Videos gehen hier auf jeden Fall nicht aus. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat dieses Update wieder mal gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.